Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Station Heroes. Boah, ja. Ich scheine ein bisschen cranky unterwegs zu sein. Cranky. Aber das ist ja erstmal egal. So, wir halten hier, würde ich jetzt sagen. Erstmal so ein bisschen GFG-PID. Funktioniert ja super. Bis auf, dass wir den GFG beziehungsweise den Pressure Regulator und den ganzen Quatsch nicht über Schrauben ansteuern sollten. Beziehungsweise nicht im Batch, sondern die sollten wir so ansteuern. Es will GFG ein VP Dial. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das ist die Anlage. Die kann eigentlich auch aus. Jetzt gucken wir mal, was der Pressure Regulator eigentlich. Pressure Regulator GFG Fuel. So, und zwar, wir sollten einige Sachen define Pressure Regulator. So, sollten wir über den Herstand steuern. So. 209, ja genau. So, dann haben wir den hier weg. Jetzt bekommen wir rote Sachen. So, Z-Batch Network, Z-Batch Network, BIM-Batch Network. So, so, so. Hash. Das füge ich da erstmal ein. C. So, dann confirme ich das. Hier was trinken, damit der Gewurstel aufhört. Es wird. Es wird schön. So. Pressure Regulator. PR GFG Fuel oder was? PR Leerzeichen GFG Leerzeichen Fuel. PR Leerzeichen GFG Leerzeichen Fuel. C. V. V. So. So, das konfirme ich erstmal. Exportiere das. Dann habe ich noch, dass irgendwas wird irgendwas gebatcht. Aber nicht von mir, ne? So.
Worm. Export, Export. Irgendwie sagt irgendwas in der Steuerung, irgendwas wird irgendwie gemacht. Import, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Das ist der einzige, der steuern kann. Es wird hier also ach so. Kann das sein, dass der hier mal so sein soll? Weil wenn der ausgeht, dann können wir uns das eigentlich auch sparen. Der soll einfach nur nach Dahl eingestellt werden. Fertig. Ist klar soweit. So, wir brauchen keine Hold mehr. PR GFG. Was ist das denn? Das ist ein O-Null, soll das sein. Genau. Und der geht eigentlich von alleine aus. Brauche ich ja quasi auch nicht mehr. So. Haben wir das schon mal alles erledigt. So. So. Weil der Generator geht von alleine aus. Confirm. Export, Export, Export. So, jetzt suchen wir den Gas Field Generator. Er heißt Gas, Leerzeichen Fuel, Leerzeichen Generator. Kommen wir da von unten ran. Können wir den GFG-1 nennen, please. GFG-1. Ja, können wir. Wir kommen auch ran. Sieht er? So, dann können wir den nämlich auch runterziehen vom Batch-Befehl. Je weniger auf Batch läuft, desto besser ist es. So, wir müssen jetzt erstmal den auf GFG runterbrechen. So. Kriegen wir wieder rote Füchse. Ash. So. Und das wäre jetzt mein Befehl hierfür.
Das ist der einzige. Nur eingeschaltet. So, dann haben wir den Chief G. So, dann haben wir den GS Room. Na, der kommt auch von unten rein. So, den nehmen wir auch GS Chief G. Ja, das schaffen wir. Ist dieser Quote, das ist ja noch der uralte PID, dass der noch so gut funktioniert. Ja, obwohl sich so viel ändert, hätte ich echt nicht gedacht, ne? Aber es ist, wie es ist. Guest-Sensor. Load-Batch-Network in AirTemp aus Guest-Sensor. Network. Network. Guest-Sensor. Hash. GSGG. So, das ist meine. Oh nein. Oh nein. Wir machen das so. Besser. So, dann haben wir den Guest-Sensor quasi auch aus dem Batch raus. Den AV-Druckausgleich. Den haben wir ja noch nicht aus dem Batch raus. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Nö. Brauchen wir. Der kommt nämlich ganz weg. Den BR-Bud. Battery der Battery. Brauchen wir den? Wir brauchen höchstens einen Battery da, ja. So, und dann brauchen wir Switch. Ein Switch. Switch. Denn wir nehmen den nämlich weg. Nehmen wir die wieder im Batch Network. Packen hier in Hash in. SWGG. C. Batch Mode. So. So, das konfirme ich. So, nehmen wir den schon mal raus. Immer noch irgendwie, nee. Den anderen, den brauchen wir gar nicht mehr, ne? Diese Kühlungsgelumpe oder what? What, 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 what? Eine VP schon? Nee, ne? Die habe ich noch nicht. Aber es kann ja auch nur so laufen. Ja, aber die Switch, ja gut, und die, ja gut, die Active Vents, naja gut, es wird von mir alles, sage ich mal, so direkt angesprochen, das wird ja auch direkt angesprochen. Aber hier, es ist nichts mehr, nichts definiertes mehr, was nicht unter dem Network läuft.
So, wir kontrollieren nochmal, wir dürfen kein LB lesen und kein SB. Den Buttload. So, dann confirmen wir. Warte mal, wo war denn der? Den dürfen wir jetzt nicht aufmachen, der liegt hier drunter. Ja, der müsste da drunter liegen. Wir gehen gucken. Batterieladestand. Genau. BR Butt Charge GFG. Also manchmal verfliege ich mich hier drunter, ehrlich. Es ist so, das ist der helle Wahnsinn. Hier tausend Dinge auf. Verfliegt mich. Ist schon wieder wahr. So, dann haben wir das alles eigentlich gleich abgecheckt. Aber den BR-Butt-Charge, den sollten wir schon noch mit implementieren. Load Batch Network, ein Buttload aus BR Hash und den da rein. Heading Sum ist okay. Und den haben wir als BR so drin. So, den Butt Load. Wenn ich jetzt den hier mal kurz als Sternchen versehe, dann kommt eigentlich niemand die Idee, ihn zu vermissen. Leute, ich komme wieder nicht aus dem Tee, weil hier irgendwie mein Mikrofon auf Stumm geschaltet ist. Ich brauche das oben nur so antippen, ganz leicht. Und bam, ist es aus. Ja, und wenn ich das nicht sehe, dann ist shit. Das ist einfach nur shit. Ich habe jetzt den ganzen PID einfach umgebaut, dann ist es jetzt eben nicht drauf. Dann ist es eben einfach so. Ich habe also den alten PID quasi zum neuen PID gebaut. Fertig ist die Laube. So, und da bin ich jetzt gerade dabei noch. Dinge abzuerledigen. Also wir haben den schon gut implementiert. PID Max Max, PID Min Min. Gut, wie niedrig denn das? Ach so. Das war's jetzt auf Wort. Ja. Jetzt haben wir hier nur noch den Rauminitiator. Den Room Init. Ich muss den Room Init nach dem PID auslösen quasi. Also nee, vor dem PID. So, das heißt, ich nehme mir hier die in und löse mir den quasi hier aus Rock 3 Double Point. Bau. So. Und nehme ihn mir hier weg. V. X. Bau. So, weil er muss ja hier sein. So, bam, 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 bam. Luft 1, 2, 3. So. Achso, ich brauche ihn ja theoretisch gar nicht, weil ich brauche die ja nicht, weil wenn er 0 ist, dann brauche ich, boah, dann kann der ja beim PID bleiben. Dann muss ich den PID quasi überspringen, sozusagen. So, das heißt, hier kann wieder PID hin. So, und hier habe ich die Room initiiert. Oh, meine Fresse.
Ich hasse dich dafür. Meine Güte. Also wirklich. Aber gut, ist nichts abgeschnitten worden. So, das heißt Room in it. Room in it müsste eigentlich kommen. Achso. Room in it und Jump Start. Da nach dem PID ja nichts mehr kommt, kann er ruhig so, und zwar hier machen wir ein ZK-Pumpe. ZK-Pumpe 5. So. So, auf. Jump-Proc 2. So, hier sind 3. Und hier oben wären 2 tatsächlich nur. Bench equals 0. Range relative equals 0, also von ihm aus gesehen. 0, 1, so. Jump relative. So, hier haben wir eigentlich nur ihn. Der kann weg, weg, weg. Haben wir den da. So, Jump Relative 0, 1, 2. So, Jump Relative 2. Und hier so, 0, 1, 2, 3, 4. Also 4. So, zack. Dann funktioniert das nämlich genauso. Bis auf, dass wenn er das hier machen würde, ach nee, er würde ja dann hier weitergehen. Mhm. Der PID geht immer. So. Export. So, was habe ich nur gemacht? So, wo hat er jetzt den Sollwert, den Stellwert und alles her? Weiß man nicht. So, der PID, der schockt nicht. Ich dachte, wir sind jetzt durch, aber irgendwie ja auch nicht. Ah, die Yields. Der andere hat ja ohne Yields funktioniert, wenn man so will. So, und hier ist noch die Frage. Funktioniert er umgekehrt. Hier ist Sollwert minus
Die Differenz. So. Also, ich muss den entweder tauschen. Irgendwie so warm hier. X. So, und damit ist es denn. Genau. Irgendwie so warm hier. So. Ne, wegen positiv und negativ regelnd. So, und jetzt müssen wir noch gucken. Der ist noch zu starr. Und jetzt können wir noch den Stellwert ein bisschen runterregeln, glaube ich, ne? Runterregeln. So, confirm. Export. So, und jetzt fällt er weicher. So, den können wir jetzt noch weiter runterregeln. Ne? Also immer noch eine 0 ran. So lange, bis er butterweich ist. Ja. Jetzt seht ihr schon. Er arbeitet. Er arbeitet. Offenbar. Wie butterweich er arbeitet, wissen wir nicht so genau. Er arbeitet zu weich. Zu langsam. Ich sagen. Und hier noch die Mittelregel. Arbeitet er ein bisschen strammer. Ja. Schwingt er sich jetzt aus oder was? Sich angepasst. So. Kriegt er mal richtig Druck von oben. Sieht auf jeden Fall okay aus. Ja. Schwingt so vor sich hin. So, bei 30 Grad macht er schon wieder die Kehrtwende. Ja. Aber guck mal, er hat das schon halbwegs ausgeglichen. Bisschen ist es. Ja, das ist, sieht gut aus. So. Er reagiert auch relativ prompt. Null. Ah, das ist schon okay. Das ist schon okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob er kurz vor 30 Grad sie schon zuckt. Nee, er zuckt nicht. Er zuckt erst bei 30. Müsste eigentlich schon vorher zucken, ein bisschen. Dafür haben wir eigentlich die D-Werte. Die ja jetzt irgendwie nicht mehr da sind oder doch da sind. Ach, das ist mir eigentlich auch völlig. Völlig brennig. Achso, die D-Werte habe ich durch V-Werte ersetzt. Ja, im Groben und Ganzen. Hier. Dafür gibt es IV3. Naja. Eingestellt, würde ich sagen. Läuft. Hier hat er natürlich seine Schwierigkeiten, weil die Stellwert zu krass ist. Man könnte sagen, okay, man geht hier noch auf die 2.
So zum Beispiel. Und dann wäre er, ja, er wäre sanfter. Aber je sanfter der PID ist, desto, ja, desto träger wird er quasi. Das ist halt das Ding. Er wird halt träger. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Wenn man das eben, ne, das ist der Nachteil. Aber ist schon okay. Er wird auch hier wieder auf den Boden aufklatschen, definitiv. Aber es ist, wie es ist. Na? Nee, er schafft es. Er schafft es. So, also er würde sich hier einpegeln. Die Frage, wenn er ihn auf den Deckel kriegt, hat er damit. Oh, ich sehe da, und jetzt ist er nämlich hier, was das angeht, Träger. Ne? Ich meine, er geht schon steil. Aber es ist so, von jetzt auf gleich macht er erstmal. Ja, von jetzt auf gleich haut er ihn erstmal, kriegt er erstmal einen in die Schnauze. Ne? Aber er stürzt halt auch nicht mehr so weit ab. Ne? Ja, es ist halt, ne, so, jetzt tastet er sich so langsam ran. Und das ist schon so die Kurve, die wir auch haben wollen, tatsächlich, ne? Jetzt hat er voll einen aufs Brett gekriegt. Ja, aber er knallt halt nur bei 32 halt rein. So, und das ist das, was wir haben wollen. So, und jetzt kriegt er nämlich genau den Kehrwert in die Schnauze. Ja, und da muss er sich halt, ne, er sollte halt nicht ins Minus fallen. Aber das kriegt er halt sofort mit. Und er arbeitet sofort an. Hier klatscht er natürlich unten auf, das ist völlig klar. Ja, super. Haben wir das wenigstens in den Griff gekriegt. So, den können wir auch entspannt nutzen. So. Gut. Sehr schön. Wir haben hier eine Temperatur von 48 Grad. Er hat hier auch eine auf den Deckel gekriegt. Er hat jetzt hier auch Druck bekommen, weil der PID die ganze Zeit lief. Ja, das natürlich, ne? Ziel der Übung sozusagen. Ja, nur haben wir ja das Glück, dass wir A, dadurch haben wir den Stromverbrauch ein bisschen in die Höhe getrieben, weil der da drüben jetzt so. Ja, also ist alles halb so dramatisch, quasi. Ja, gut, der halbe Stummfilm, der nervt mich total. Aber es wie das. So. GFG läuft quasi. Damit wir das Thema wirklich ganz abschließen können und uns unseren Sachen widmen können, die wir machen wollen, lass uns ganz kurz nochmal überlegen. So, GFG läuft. GFG läuft aber nur NF. Das ist quasi unser Heizgas-Vorproduktion, wenn man so will, unsere Vorheizung. Unsere richtige Hauptheizung ist es natürlich nicht. Unsere richtige Haupteinheizung, haben wir schon gesehen, wie die hart einheizen kann. 44 Grad, ja. Ja, mal gucken, wie es drüben in der Base aussieht. Nur weil hier 44 Grad sind, heißt das nicht, dass es ein Drama ist. Ne, ich meine, die Temperatur fällt auch relativ schnell. Und da ist jetzt wiederum, ne, die Geschichte. Ich habe den PID übrigens deswegen umgebaut, damit wir jetzt so eine Art Steuerung einschmeißen können. Ja, das war eigentlich so mit der Grund. Ah, hier sind halt 31 Grad, ne? Ja, das ist jetzt mal ein bisschen warm. Habt ihr damit Problem? Wenn die damit kein Problem haben, ist es okay. So. Und hier, also es ist alles okay.
Ist alles okay. Hier ist es halt so und deswegen habe ich es gebaut. 27 Grad, ne? Also hier haben wir wirklich Pflanzen perfect room. Ja, die Pflanzen sind hier immer so, wie sie sein müssen, mit der Atmosphäre, mit allem so, wie sie Pflanzen nicht haben wollen. Punkt aus Ende. Das ist natürlich riesig geil, ne? Die Pflanzen, egal wie es in der Base aussieht, die sind on point. Ja, deswegen haben wir diesen Raum hier gebaut. Die Winterspawnies. Ja, und wie wir, und so, und wie wir feststellen müssen, ja, die Winterspawnies, müssen jetzt erstmal gegenarbeiten. Ja, aber wir haben die Möglichkeit, aufzuheizen, wenn wir wollen. Wir haben die Möglichkeit zu kühlen. Ja, weil die Kühlanlage. Die wird jetzt hier auch ganz schön. Ein 16 Grad. Ne, die hat jetzt auch schon einen schön in die Presse bekommen, quasi. Ja, das ist so. Die hat auch völlig einen in die Schnauze bekommen, quasi. Aber so richtig, richtig. Ach so, das ist hier der letzte. So, warte mal, wie waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Jetzt sollte der aber einen Absturz bekommen. Da gehen wir jetzt mal rein. So, weil die arbeiten nämlich doch, ob ich glaube, 1, 2, 3, die arbeiten glaube ich auch, nämlich auf nicht ihn hier. Der sollte sowieso, der steht bei 922, sondern die arbeiten auf ihn hier. So, der steht bei 999, der steht bei 929. Ah, der steht hier wie eine 1, also er macht einfach seinen Job und fertig, finde ich geil. Ist gut. Schön. Schön, schön. Gut. Ja. Das müsste jetzt die fünfte Folge gerade mal gewesen sein. Ne? Jetzt muss ich noch zwei machen. Oh, ich bin schon wieder den ganzen Tag hier. Wisst ihr das? Naja, ich hoffe, ich schaffe es relativ gut durchzukommen. Alles für YouTube. Alles für das Let's Play. Jawohl. Ja. So, 29, ihr seht, das geht auch wieder schnell in die andere Richtung, es passt alles. So, haben wir damit jetzt gut rumgespielt, GFG. Eigentlich haben wir das, was ich jetzt noch schnell vorher weg machen wollte, nicht gemacht. Und zwar, wir haben. Wir haben. Wir haben keine Heizautomation eingefügt. So. Wir haben keine Heizautomation eingefügt. So, wir haben jetzt hier drinnen 29 Grad. Also beim Rüberlaufen, wir gehen mal von 28 aus. Ja, und das sollten wir in der nächsten Folge schnell noch machen. Die Heizautomation noch nachträglich reinbringen und alles wird schön. So, wenn wir da drüben 28 Grad haben, haben wir hier 34 Grad, macht also 6 Grad Unterschied roundabout. Also 6 Grad höher können wir hier schon einstellen. Das heißt, wir halten den Raum hier so bei. Oh, wie halten wir denn den Raum? Bei 27 Grad würde ich sagen. Theoretisch.
Da kommt immer ein bisschen Wärme rüber. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüssi.